Und Ruben ist da. Hi. Also es ist wirklich, ich brauche einen Augenblick, aber dann ist es fast wie früher. Natürlich ein bisschen anders, aber eigentlich ist das wie früher. Ja, und er hat auch schon wie früher was kaputt gemacht. Nee, weiß ich nicht von. Wir haben uns erstmal so zwangseingerichtet, würde ich sagen. Und dann, gucken wir mal. Guck mal, was ist Dani, Alter? Test. Muss testen, ob das hier noch Krach macht. Hast du geschafft. Danke für den Test. Hat Krach gemacht. Und das sind 72 Monate. Ey, das muss man sich mal reinziehen. Wie lange das schon alles so geht. Dankeschön. Vielen Dank dir, Dani. Und moin, moin. So, ja, ich würde sagen, Martin sagte, er will irgendwie die BGA einräumen. Boah, hier sind jetzt zwei. Ja, da bin ich auf dem besten Weg dazu. Okay, hier ist ja noch eine kleine. Also hier ist wirklich unfassbar viel drauf. Das ist ja eigentlich eine zweite Hofbergmann irgendwie, wa? Ja. Und dann würde ich sagen, wir schnappen uns, wir machen hier ein Silo fertig oben, wa? Oh ja, bitte. Willst du... Ja, ich dachte, ich wollte dich jetzt nicht von deiner BGA wegholen. Ich fahr doch nur ein großes Ding dahin. Siebte Serie. Boah, da hier, boah. Dankeschön, dass du das siebenmal da ausgehalten hast. Ja, dann würde ich sagen, Big M. Und dann haben wir, wie viele Weiden haben wir denn überhaupt? 25, 24? 25, 24, ich kann noch folgen. Und ich guck gerade auf der Map. Ja, die beiden. Dann müssen wir die beiden erstmal klein machen. So, nur können wir noch. Ist die Frage. Hexe gut, brauche ich auch noch irgendwann. Die Silos habe ich selbst hier gebaut, ja. Im 19er standen die hier auch so. Danke was für die Dreier-Serie. Die standen, also im 19er war das genauso hier. Deswegen habe ich mir die jetzt wieder hier hingesetzt. Ich war mir unsicher, ob das nicht sein sollte, aber die passen halt genau hier hin, ne? Deswegen haben wir es auch wieder hier hingesetzt. 24, 26. Ja, das sind die beiden Weiden, die wir haben. Die können wir erstmal klein machen und... Okay, dann fahre ich zur 24, fange ich an, würde ich sagen. Gut, dann hole ich meinen Ladewagen und hinterher. Herr Rater, moin. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Ja, du schaffst das schon, da bin ich mir ganz sicher. Patty Boy, da. Dann nehmen wir mal den hier. Hallo, Patty. Hallo. Pipa Patty. Ja, genau, gib mir einen Kosenamen. Ja. Es Rebound aus 7er Serie. Krass, danke. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier zu Rande kommen. Aber hier ist schön, der Hoch und so, ne? Also hier haben wir lange gespielt. Hier waren wir wirklich sehr lange. Ja. Hui, Rata. Hallo. Den Zylon habe ich noch mit hingestellt. Huch. So. Na, holen wir erstmal raus. Ja, und wir spielen mal endlich alle wieder zusammen. Was soll ich sagen? Ja, ist total super. Hattet ihr nicht auch die Weide hier unten bei der BGA gekauft? Ja, die 24, genau. 26 und 24. Hm. Und danach noch was fehlt, müssen wir sonst... Ich habe ja... Die 16 ist ein Maisfeld, sonst müssen wir das Maisfeld noch weghäckseln oder was? Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Ich habe noch keine Ahnung. Ich nehme am besten die Straße. Ja, die nehme ich ja gerade. Du brauchst ja nur links raus und nach oben. No, das habe ich wohl verkackt. Warum habe ich keine Einladung bekommen? Wieso hat einer Geburtstag? Wurdest du wieder nicht eingeladen? Darfst du wieder nicht mitmachen? Bist du wohl der äußere Zirkel? Oh. Wow. Also ich bin nicht arg, wow. Achso, ich stehe an der roten Ampel, wollte ich nur sagen. Achso, deswegen eiert er da unten rum. Ja. So, grün, fahr weiter. Hier gleich irgendwo angeschissen kommen. Guck mal, da ist er schon. Seid ihr in der Beta 3? Ja, Beta 3 sind wir, genau. Ich hatte die Karte gar nicht auf dem Zettel. Die habe ich gestern durch Zufall gesehen. Und Wildbachtal muss ich auf das Update warten. Das ist ja eh ein Neustart. Auf der anderen Flussseite, wie kommen wir da denn hin? Einfach geradeaus weiterfahren. Okay. Also links. Jetzt erst zur 26. Genau.
Ja, weil die 24 ist ja auch noch. Da hättest du rechts abbiegen müssen vorher. Ja, genau, hätte ich. Wie hast du, die Karte hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Die habe ich gestern durch Zufall gesehen. Da bei LSFM. Und dann dachte ich, Mensch, die haben wir doch ewig gespielt. Und es ist auch wirklich wieder hübsch geworden und so viel zu tun hier, Wahnsinn. Ich besorge mir mal eben noch was zu trinken. Ja. Lars, moin. Schwartablage, ne? Ja. Vermute ich, alles klar. Geht gleich weiter, ich weiß nicht, der hält den Verkehr auf. Geht jetzt voran. Mach da los, moin. Hallo. Die Kartoffel ist nicht so schnell. Die pellt sich ganz langsam. Ja. Die Kartoffeln brauchen Liebe. Da war gibt's nicht bei euch. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Mit Liebe über den Reibbrett. Ja. Schön die Pelle über die Figur gezogen. Aber ist ja irre, was du hier auf der Map alles machen kannst. Ey. Wahnsinn. Da musst du erstmal ganz in Ruhe gucken, ey. Deswegen auch einrichten, das dauert erstmal. Einrichten, ja, das ist das Wort des Jahrhunderts. Es wird auch wieder 2024, das Wort des Prima. Liebe mit Liebe. Oh, der Rathal 5er Serie, danke. Oh, schön. Gott sei Dank funktioniert Reshade wieder. Ach, oh, schön. Eine Jagd mache ich mit. Ich nicht. Hab ja nichts. Oh. Leere Taschen. Ich wollte, dass hier mal andere Sachen auf der Straße fahren hier, ne? LKWs und hier der Telelader und so. Scheiße, ich hab Rot. Foffi GZ. Mhm. Oh, Foffi wieder. Das mit Ampeln ist ja auch mal echt witzig, muss ich sagen. Ja, das ist echt witzig. Ich wollte gerade sagen, hier fährt man den vorbei, aber das ist der LKW, der hier so drauf fährt. Silke, hallo. Hallo, Silke. Jawohl, ich wieder. Genau, ja, UWM, da gehen UWM immer. Ist das so ein Cheater oder was? Was? Ich? Wo denn? Rommel, moin. Nur weil ich gerade Zeit habe, was? So, ihr guck mal, weil ich immer gewinne, ne? Oh, scheiße. Hoffi, hallo. Da passt die Goldverteilung. Ja, nun, ne? 20 Boy. Zahl. Wir waren, ja, ha. Ich muss einfach gucken, wie schnell ich hier entladen muss. Dass ich so schnell fahren muss. Hallo Smiley.
Guck mal, der hat Gold. Wer? Danny. Was macht der Fuß? Der macht es wie gestern, der ist super. Schmerzskala 1 bis 10, heute wieder 2 nur. Nur schlafen klappt noch nicht. Schlafen will er mir nicht lassen, da ist nach einer Stunde Feierabend. Also es macht schon so ein bisschen Müdigkeit, macht das scheiße, ja. Susanne, moin. Ne, solange ich keine Schmerzen habe, will ich ja nicht klagen. Wenn jetzt mit dem Schlafen noch klappen würde, dann... Vielleicht ist das ja langsam bald mal irgendwann vorbei. Wenn jetzt 2 Tage gut ist, habe ich natürlich Hoffnung, dass es jetzt so langsam mal vorbei ist. Denn ist das meine Superkraft. Gute Heilung. Ja, schlafen ist richtig scheiße, Mann, ey. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich nachts noch alles machen soll, immer. Egal, lieber so wach sein, als dass dann wirklich die ganze Zeit Dauerschmerz ist. Die heiligen Glocken. Dass der Glockentyp hört. Holt Martin sich denn was zu trinken, Alter, aus Uganda? Holt ihr da erstmal irgendwelche Apfelsinen und presst hier aus? Ja, keine Ahnung. was ist denn jetzt? Wir gehen dann danach hierher auf die 24. Richtig. Also so war doch der Plan, oder? Ich möchte jetzt dem Streamer nichts vorwegnehmen hier, aber... Genau, aber... Die 2 sollten wir da reinstopfen. Ich weiß nicht, willst du schon mal ein Plattmachgerät holen? Ich habe da einen komischen Haufen gemacht. Du hast einen komischen Haufen. Ja. Ich guck mir das an. Hä? Nee. Guck mir nicht in die Haufen an, nein. Einfach schweigen. Schön mit dem Finger reinpieken, ja, das ist eine super Konsistenz. Boah. Nee, das ist schwierig, ganz schwierig. Ganz schmierig. Late Night Moin. Oh. Oh, hallo, Late Night. Ei. Einmal nur Nougat-Creme auf Zimmertemperatur. Oh. Das sind die Tabletten, dafür kann ich nichts. Ja, das ist so eine Sache, weiß ich jetzt auch nicht. Was da denn los? Eine anonyme Person hat Undertaker Pitstop ein Abo für 3 Monate geschenkt. Krass. Ich weiß nicht. Danke für Anonyme. Monate gemacht. Ich auch nicht. Dankeschön. Für Lümmel, das auch immer war. Warum denn so geheimnisvoll? Dankeschön. Fanny, moin. Hallo. Kann ich denn raus, du? War schon wieder rot. Das mit der Ampel ist echt gut, Martin. Was ist, wenn du drüber fährst? Kriegst du den Spaß? Nö. Nö. Also ja? Ich glaube nicht. Aber ich hab's nicht ausprobiert. Ich halte ja an und rotes. Aber ich denke nicht, nein. Hält überhaupt nicht, glaube ich. Hoffe ich witzig. Fährt er schon wieder. Ja. Ja. Ich bin jetzt hier sofort fertig. Ich fahre jetzt auf die andere Wiese. Mega. Ich habe mir mal Silo-Verteilung für den Döns geholt. Ja. Ja, Mann. Was mit euch? Gibi. Aha, hast du toll gemacht. Hey, 13 in Power, moin. Hallo. Wenn ich das toll gemacht habe, wo ist mein Kopftätschel? Wiki. Warte, ich komme vorbei. Raul mir den Kopf. Bitte schneiden. Ja, ich würde Raul mir den Kopf. Extra für Martin. Das war schon besser. Ordentlich schönen Haufen für Martin hingemacht. Ich bin gespannt. Wieder auf dem Weg.
Rainer, moin. Sunshine, boy. Hello. Moin. Ich habe hier immer Angst, wenn ich vom Händler wegfahre, dass von der Seite so ein Goldflug kommt, weißt du? Solange ich den Schalthebel nicht dran habe, keine Gefahr. Gemacht? Nee, ich nicht, Ingi. Ich muss da verstreichen. Was denn? Schön mit seiner großen Tatze. Platsch. Guck mal, wie heizt er denn? Und der fährt Schlangenlinie. Wir hatten hier die Pillen genommen. Hier wackeln die Mähwerke so richtig nach außen. Mhm, klar. Kontinentalplatten trifft. Boom, Alter, ey. Da hat er wieder zwei Pralinen gegessen. Was für Pralinen? Ich hab keine Pralinen. Das ist wieder der Held auf dem Erdbeerfeld. Auf dem Erdbeerfeld bin ich gerne der Held. Und dann kommt die Erdbeerfrau. Kick by Change. Haha, Kick by Change. Die ist auch so geil. Ach. Hallo. Hallo. Guck mal, hier steht Stinky Pinky auf der Wiese. Wow. Hallo, Rainer. Deine Zwillingsschwester, das ist ja funny. Muss man sagen. Ritrat, holala. Junge, also wenn das ernst ist. Ja, Entschuldigung. Achso, ja, du machst den Haufen ja platt. Ja, du bist doch der Verteiler. Genau, du bist ja der Verteiler. Ich darf ihn schütten, wie ich will. Ja. Also ich kann auch scheiße kein Gold machen. Was? Nico, moin. Ja. Bist du Kanalarbeiter? Stapel dir aber klein jetzt. Ja, aber dann mache ich kein Gold auf. Na doch, geht nur in deine Tasche. Sorry. Oh, hopp. Da müssen wir springen, wenn Fanny da am Gange ist. Jetzt ist auch immer gerne im Wasser. Legen wir los, gehen wir Gas. Irgendwie so eine Anfrage von die Autoscooter. Legen wir los, gehen wir Gas. Warum ist denn hier nur 50 eigentlich? Ja. Das ist vorsorglich für deinen Geburtstag. Hä? Vorsicht, du bist der Mann des Runden. Ja. Oh, du hast am 6.12. Down 40 Mii. Du hast am 2.11. Dann kriegst du hier riechende Zahl vor. Da fängst du auch langsam an stinken an. Ja, das tue ich jetzt schon. Ich bin Kanalarbeiter. Oh. Passendes Lied. Alter, wer ist denn auch so eilig? Alter. Diese Aktion kann ja nicht durchgeführt werden, du sagst ja nicht. Aber du zu weit hinten stehst, fahr mal weiter vor. Ich geh nicht zu weit hinten. Oder doch? Ja, es wird langsam. Peter, moin. Hallo, Peter. Ich weiß, du sollst dich schnell bummeln. Ich bummel doch nicht. Ich bin immer voll die Flitzpiepe.
Flitzbibel. Ich würde sagen, normalerweise renne ich draußen noch nackig rum, aber stimmt nicht. Ich bin da im Moment weg. Ich habe so viele Klamotten an immer. Immer, ich friere. Heizung ist auf 50 und hier alles. Nee, bringt nichts. Ich friere. Könnt mir eine Bratpfanne setzen, ich würde frieren. Das klingt irgendwie wie meine Mieterin. Also das Gute ist, ich brauche die Heizung nicht anmachen, weil bringt nichts. Ich habe innerliche Kälte. Ja. Und ich habe die Heizung an und die so, oh, das ist so kalt. Dreh mal auf den Saft. Ja, dann waren wir bei ihr, weil sie gesagt hat, ja, das wird nicht warm und hin und her. Wir haben uns so eine Wärmepistole besorgt. Ey, der Fußboden, die Heizung läuft auf halber Stufe. Und sie sagt, das ist eiskalt, das geht so nicht. Ey, der Fußboden hat 24 Grad. Aber das ist auch ein Elend. Ich weiß gar nicht, das kommt schon auch durch die Medikamente. Ich bin ein Eisklotz. Man reibe mich. Nee. Nein. Nee, warum? Ich weiß. Ist das mal aufgefallen, dass ihr verdammt oft Nein sagt? Ja. Ja, guck, wir können nicht nur Nein sagen. Wir können ja von Kanalpunkte einlösen. 100.000 Kanalpunkte Ingi reiben. Guck sie wollen. Ingo sucht immer noch jemanden, der ihm seine Füße massiert. Ach so, Sandri, ach so. Ja, das könnten wir ja vielleicht verlosen im Stream. Ja. Einmal die richtig ungequält behandelten Quanken massieren. Das ist so, im Sommer gehe ich einmal über den Rasen, ist der vertikutiert. Ey, Nuff Nuff, endlich ist was zu essen. Ach, Bossi, Tag. Ey, Bossi. Nuff, Nuff, Uff. Alter, Nissan-Fahrer. Das quatscht ich der Ziege einfach an. Ich meine, Hufe massieren. Finde ich bestimmt voll geil. Ja, wenn du ihre massierst vielleicht. Nee, das wäre hier schnell abgewöhnt. Ist die, da bist du raus. Da, ne? Sehe ich denn uns wie King Julian und der kleine Mord. Dann sage ich immer, weg von meinem königlichen Fuß. Und sieh mal nach den Füße. Füße. Neue Runde, neues Glück. Hopp. Ziege über Bord. Oha. Vielleicht. Ne. War heute nicht so aerodynamisch, ne? Aber war ja knapp. Das Messer in der Hand hat ein bisschen den Wind beeinträchtigt. Da hättest du ja auch anders bewegen können. Mal ein bisschen rudern. Talbach, jawohl, Talbach ist los. Ja, Wildbach-Tal brauche ich nicht weiterspielen, da warte ich auf das Update. Das müssen wir müssen von vorne anfangen. Ja. Und ich habe gestern durch Zufall bin ich auf diese hier gestoßen. Die haben wir im LS19 so lange gespielt. Deswegen dachte ich, ran und von. Hier waren wir sehr lange drauf. Genau. Deswegen lohnt der Einrichten noch nicht. Und hier brauchen wir uns nicht großartig einrichten. Den kennen wir in- und auswendig. Ja, nein, das meine ich ja nicht. Aber das andere... Deswegen warte ich da jetzt auch erst. Genau. Sonst ist immer alles weg wieder. Zweimal. Ja. Ja, für die erste Weide gleich schon weg. Der Dick im Pool, krass. Aber wir sind zweit am Rand. Kann man schaffen. Oh, muss ich da hier noch mal einmal herkommen. Krieg gar nicht alles mit. Hat Ingi mal wieder in die WhatsApp-Gruppe. Late Night WhatsApp quatschen, meinte. Late Night, mir, ja. Und ich dachte mir so, jetzt musst du einen raushauen. Und dann habe ich das Bild mit dem Panda und der Hummel in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Ja, schwierig. Mhm. Auf jeden Fall scheinbar ein ganz kleinen Stachel, das Ding. Was kaut der Panda da eigentlich? Moment. Lecker Honigwabe. Mit Bienen drin? Ja. Das ist das Süße. Schön ein paar Bienen kauen. Eine
Scheibe Brot mit Butter und Käse. Butter und Käse. Wohl bekommt man ihn. Danke. Wenn ihr mal gerne wirklich gute Chips essen wollt, probiert mal diese Takis auf. Was? Ja. Was sind Takis? Die sind richtig gut. Ja, die sind aber, ja. Also sie musst sind du dann als ganz scharf holen. Hab ich. Ja, die sind gut. Sie sind sehr bissfest. Ja. Die darfst du halt auch nicht zu lange stehen lassen. Das ist das andere, ja. Aber die schmecken gut. Ja, aber die sind auch ganz schön teuer für so eine kleine Tüte. Ja. Frag mal Björn, der sagt auch mal, die Tüten sind zu teuer. Ingi haut heute aber auch raus. Was denn? Ich antworte doch nur. Die gibt es, glaube ich, in drei oder vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also Schärfe gerade. Ich hätte diese ganz scharfen da ange. Ja, richtig gut. So, melde diese 24 abgemäht. Toll! Dann sollte ich mir vielleicht auch noch ein Geschiebe mit dem Ladewagen holen und auch noch mit abfahren, wa? Die erste Weile ist jetzt gleich weg. Ja, okay. Ich weiß, wo geht's hier raus? Ach, da hinten. Das geht echt fix. Mit der Not, dass hier der Mais bei der BGA ist eigentlich auch fertig. Ja. Oder schon. Zur Not sammeln wir das ganze Gras zusammen und dann setze ich mir eine Häcksler und dann machen wir die BGA für den Ding voll. Wenn ihr dazu Bock habt. Ja, mir ist das, ich mach das, was hier gearbeitet werden muss. Das ja, dann das Silo haben wir ja im Prinzip gleich fertig. So. Oder ihr fangt schon an zu häckseln von mir aus. Mir ist das wirklich völlig Rille. Ja, wir haben ja noch das ganze Einzelsammeln, was umgesagt gemeldet. Ja, aber das ist ja. Guck mal, ich. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Wie lange habe ich gemeint? Viertelstunde, wenn überhaupt. Ja, aber. Ich hab deine Silo-Kunst gesehen. Bin das anzusehen. Ich hab doch mal hingekippt, du machst das Silo doch. Ja. Ja. Hol dir einen Schlepper und. Ja, muss ich doch sowieso haben, wenn wir Mais machen wollen. Hol ich mir mal einen Schlepper mit dem Trecker. Immer ist hier rot. Tja. Ein Moin. Guck, bei mir ist grüne Welle. Will nicht klagen, danke. Hallo. Die Stream ist ja immer toll. Dann fahren wir gleich mal durch. Wo muss ich in Richtung BGA, ne? Ja. Das ist bei der BGA in der Nähe, die 24. Fahren wir mal ohne Navi. Ich glaube, ich komme da noch so hin. Meint ihr? Ja, ich glaube schon. Na, da bin ich mal gespannt. Wetten können jetzt angenommen werden, Leute. Hey, go boy. Hallo. Moin. Ich bin gleich da. Ja. Hier ist das Wunder, hier ist alles. Sehe ich gerade. Ich bin vorhin gar nicht auf. Oh, Scheiße, jetzt bin ich vorbeigefahren. Ah. Bin gleich da. Ich weiß gar nicht, ob hinten auch noch eine Einfahrt war. Nein. Dann drehen wir da. Egal, der Groß. So. Haben wir einen Hochdruckreiniger auch hier auf dem Hof? Halt noch nicht gestellt, nö. Den habe ich noch nicht hinpassiert. Ja, ist nicht schlimm. Das macht gar nichts. Ich stelle ihn jetzt erstmal weg. Mensch, jetzt wo ich da dran vorbeigenagelt bin, weiß ich auch, dass die Einfahrt da vorne war. Die Erinnerung kommt wieder. Ja, aber ist cool, wenn du die Map so lange gespielt hast und jetzt ist die 22er auch wieder, das ist natürlich cool. Und natürlich mit Fetterweiterung, ne? Aber richtig. So, wollen wir mal kicken. Hier müssen wir da 8 dann einmal rum, klein. Hübsch, hübsch. So, das haben wir wieder weggestellt, ordnungsgemäß. Rummel bleibt echt bis zum Schluss am Sitzen, ne? Kleiner Nager. Ja, Moment.
Schön. Schön, dass ich das Zufall gestern gesehen habe, die Karte. Das ist, wenn man mal so ein bisschen rumstöbert, wenn man mal Zeit hat, ne? Dann findet man auch sowas. Toll. Also, wirklich toll, muss ich sagen. Da hier kommt nicht so viel bei rum. Das ist das erste Mal hier halt, ne? Und schön, dass ihr Fuß so mitmacht. Toll. Wenn das schon seit 2 Tagen. Ja. Wenn ich jetzt nur noch schlafen könnte. Wäre das schön. Aber wer weiß, was heute Abend ist. Stell dir mal vor, heute Abend kommt Nick in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Hört auf zu schreiben, ihr schläft. Dann stell ich mir einen Wecker. Extra, um einfach mal zu schreiben. Oh, die 10 in Serie, dankeschön. Der hält das hier aus. Oh, hier, das war noch Mucke, Leute. Dann erst recht. Also jetzt geht's mit 2 Tage schon gut. Jetzt ist natürlich die Hoffnung da, dass es... Vielleicht habe ich es bald geschafft. Nach 10 Wochen, ey. Oder jetzt 11, 12 Wochen. Ja. Kann endlich mein normales Leben wieder losgehen, ey. Das wäre toll, Mann. Auf alle Fälle, ja. Geil, ne? Ah. Richtig gut. Habe ich mich früher mal in Fernsehsessel gekrallt, als das losging. Judy, Howie. Jo. Ach, den kannst du dir heute aber auch nicht mehr angucken. Das muss man gut in Erinnerung behalten. Ja. Ruhe. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich hier zum Händler komme, auch da noch weiterfahren und dann geht das darüber. Habt ihr gesehen, es gibt die Fortsetzung vom Schuh des Manitou? Ja, vollkommen, habe ich gesehen. Kanu des Manitou. Auch wieder mit Bulli? Serie auch, genau. Das weiß ich nicht, also das stand halt so nicht drin. Also mit Abahachi, Ranger und so, ja, aber... Ja, aber Hachi ist ja auch, wurde ja vom Bulli gespielt, aber. Hm. Ja, ist so aber ich vermute. Das haben wir früher bei World of Warcraft gemacht. Da haben wir auch um was weiß ich, 1 Uhr morgens einfach einen angerufen. Hey, kommst du mal online? Wir brauchen Heiler. Bist du noch ganz dicht? Ich muss arbeiten, bla bla bla. Ich muss ja gut rufen, den nächsten an. Der nächste denn? Ja, ich komm. Happy auch, der hat sich kaputt gelacht, Alter. Und dann verschreiten der mich so an. Wir haben doch nur gefragt, ob der heilen kann. Okay. Hast du gleich den Silo-Verteiler da dran? Ja, den habe ich vorne abgelegt. Weil das Schild ist einfach genial zum Schieben. Ah, okay. Tempomat aussehen, was bremst ihr denn so? Oh, Bibi. Danke für den Follow. Heißt das so? Oder soll es Bob Erbe heißen? Oh Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hey, warte doch, Boy, ja? Moin. Hallo. Tschüss, Wochenende auch. Stell mir gerade mal so ein, ist ja. Heute ist Samstag, ne? Ja. Mhm. Sie. Für die Ampeln finde ich echt gut, muss ich sagen. Das ist wirklich mal toll. Dann miete ich mir mal noch so einen Schiebewagen. Mhm.
Wir aufpassen, nicht die Einfahrt was hier? Jo, scheiße. Das wie ein 19er, da bin ich auch immer dran vorbeigefahren. Die drei vorne Tanke machen wir. Ja, die drei lustigen zwei sind wieder da. Ist ja nicht so oft, dass wir mal zusammenspielen. Das müssen wir mal genutzen. Ja. Und Iggy geht wieder gut, besser. Ja. Im neuen LS müssen wir Happy wieder reinkriegen in LS, dann kann er wieder Holz machen. Ja. Und Björn ist ein Stapler. Ich wollte gerade sagen, war Björn nicht der Staplerfahrer? Das war Staplerfahrer. Aber da wusste ich ja nicht, was er macht. Die Produktion weist der ewig von Map-Ende zu Map-Ende und dann siehst du da nur so einen Stapler an dir vorbei. Björn, was machst du? Ja, ich brauche da hinten einen Stapler. Ja, halt über die ganze Map, ey. Gamsting war das auch noch, das weiß ich noch. Schön auf dem Gamsting, LS15. Kartoffeln ernten, sauber machen, waschen, sortieren. Und abfüllen. Koppe Boy. Hallo. Boy. Welchen Anhänger hast du denn dahinter, Ingo? Wie? Bei mir? Das ist ein Laden. Die Ladewagen? Ist ein Ladewagen? Ja, ich hab einen Ladewagen. Alles klar. Komm nicht auf die Idee, mit einem Ladewagen zu häckseln, Freundchen. Das geht auch. Da wäre ich ganz komisch. Ja, ich weiß. Aber der Groß, den finde ich cool von Hay and Forage, ist er, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, der Pöttinger war das. Kannst auch das, da kannst du nämlich das Ding vorne auch weglassen, hier den Sachen. Kannst du den Pickup wegmachen, ja. Ja. Fettes Teil, ey. Forage? Sehe ich nicht. Ja, ist der unter Ladewagen? Pöttinger. Ladewagen, ja. Ja, ja. Rudi. Oh, wer da cool sitzt. Mhm. Wer wohl, genau. Sitzt ja nie im Pool. Achso, ich habe ein tolles Nummernschild genommen für den Radlader. Uhu. Wow. Was denn? Und in den Scheibern hat Digger stehen. Ja. Uhu, Digger. Wenn das hier mal gedüngt ist und alles und du mähst das hier ab, dann kommt aber richtig was zusammen. Gut, wir haben jetzt auch schon ohne 15.000. Wir gehen in das Silo überhaupt rein. Ich glaube so. Kann ich auch noch? Hier 400.000 können wir schon reinpacken. Servat, moin! Moin! Also, hi. Das kriegen wir schon irgendwie unter. Schieben, drücken, verdichten, überrollen. Au ruck, au ruck. Erst wenn der Ampel ist ganz cool, das funktioniert halt einfach super, muss ich sagen. Das macht irgendwie. Macht schon Spaß. Hey Tobi, moin. Moin. Oh, Heiland. Boah. Da muss man halt mit ziehen, Alter. Guck mal, er krabbelt. Boah, nee, muss ich nochmal Anlauf nehmen. Ich hätte geschoben. Oder so. Jo, 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 halt, schau. Jo,
Das heißt, du brauchst einen Tritt, ja. Den hätte ich gerade gebraucht, glaube ich. Einen kleinen Hauruck. Oh, neue Runde. Da wollen wir doch mal daher schöpfen. Mein Aura ist in der Nacht scheiße, also schlafen kann ich nach wie vor, aber nur eine Stunde. Aber tagsüber so gestern und heute Skala 1 bis 10 eine 2. Also ich, sonst würde ich auch nicht sitzen jetzt. Aber geht ganz gut gestern und heute. Bin schon voller Hoffnung, dass das jetzt so langsam vielleicht mal abklingt. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur an den Pillen. Tagsüber aushaltbar, ja. Also solange ich keine Schuhe anhabe und so, ne? Das war vorhin schon noch ein bisschen schwierig. Danke. Ich bin gespannt, wie lange der Rotz noch geht. Ja, ich habe auch mal so eine Gummilatschen an. Oder wenn ich jetzt hier sitze, ist gar nichts halt. Nur mein Söckchen. Sonst wird kalt. Ja, wie es aussieht, ist mir auch scheißegal. Wenn das eine gewisse Zeit lang so hattest, ne, dann ist das wirklich alles egal. Hauptsache, macht das Verzeug. Ja. Martin, meinst du das Feld an der BER, das Maisfeld? Ja. Da steht ein Wachstum. Ja, aber gut, und ich kann nicht da. Nettes Hi! Hello! Das denke ich, wird. Ja, danke. Das kann bei mir auch noch ein paar Monate dauern, ne? Mit Pech. Mal gucken. Aber ich denke ja immer, so nächste Woche ist bestimmt alles gut. Christian, moin! Hello! Moin! Neftis, what a map do you play? Geil, ah, okay. Denn, ja, ich hole mal schnell was zu trinken in der Zeit, wo ihr noch nicht fährt. Mhm. Was sind jetzt die kurzen Bahnen hier? Ich weiß nicht, ein oder zwei? Ja, zweimal wahrscheinlich noch. Ja, das kriege ich schon. Kann ja auch den Hexer schon hinfahren sonst. Kann ja oben machen. Ja, ja, meine ich ja. Sind die wieder leise? Ja, die sind zurückgelehnt und nuscheln wieder, ne? Maddock, moin. Bring mich nicht. Du ernst eine Stimme, das war's auch. Ich mach die Lauscher auf. Alter, ich höre den Stream mit oben und ich bin genauso laut wie ihn. Ja. Sehe ich an Aufschlag auch. Hab ich gar keinen. Ich hab da Creme für. Ach, der lass mich doch auch mal ein paar Doppelsprühe machen. Schön auf die Klöten. Das hast du. Aber es sind schon 100%, jetzt 50%. Ja, dann dreh lauter. So 50% nach oben. Noch lauter, irgendwo schreibt mir immer weg. Siehst du? Ja, wir sind in der Aufnahmebereich im gelben Bereich, das ist das Normale. Ja. Und ich sitze aufrecht und 15 cm vom Mikro weg.
Lale, moin. Ja, ja, ich hab gestern gerissen. Oh, scheiße. Oh, Alter, da. Jetzt ist das Schild im Weg. War ja klar. Ja, fett gefahren. Ja, das ist scheiße. Darum muss das jetzt auch eine Kollision haben. Da kriegst du nie wieder raus. Nee, da muss ich anfassen. Das wäre so nix. Fass ihn an. Scheiße, Mann. Hopp. Also Galgenberg, Krebach und Frühling. Okay. Ach, Neftis. Zu guten Maps. You. Oh. Und jetzt hat er jetzt hier the Talbach. I must play it. Da kostet euer Geld, das sag ich dir. Da oben. Du kannst den Hexer doch sonst auch schon dahin bringen. Ja. Und dann, ich glaube, einmal muss ich noch fahren, dann bin ich auch fertig. Sweat Boy. Sascha Boy. Hello. Oh, oh, scheiße, vorbeigefahren, Mann. Ja, ja. Kann ich aufs Handy, Alter. Leute, der Pool ist unbesetzt. Ausrufezeichen Drop. Ich finde die Ampeln auch gut. Die, finde ich, macht echt Spaß. Das ist deines Gimmick wieder. Walker Boy! Moin! Ich richte die Map ein, ja. Map einrichten 24. Oh, Scheiße! Da hat sich auch nichts geändert dran. Das ist immer noch. Ja, die Fahrkünste, das ist so. Katzen habe ich nicht geholt, weil die anderen Schweine, die füttern die immer, dann hast du hier hunderte Katzen drin. Die Hasis habe ich schon. Hallo Lalle. Hi. Haben wir die was zu tun, einen schönen Haufen machen. Warte hier. Die Lunge ist avoid. Oh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Er ist leer? Nee. Kurz umgefallen. Aha. Oh, 5er Serie, danke. Ich wieder verleidet zum Umfallen. Das war wieder ein Farm. Yes, I do it. Stefan, moin. Moin. Wofür so ein Schneidwerk vorne dran noch gut ist. Ich mach immer Haufen. Nicht nur auf dem Silo, das ist mir egal. Immer schöne Stange Lehm aus dem Rücken drücken. Oben in der Pampa. Weiß ich auch nicht, was er da gemacht hat. Was denn? Frage dich, was du da gerade gemacht hast, wo du da rausgefahren kamst. Wo ich da aus dieser Wiese rausgefahren kam? Ja. Umfallen. Da hatte ich mich gerade wieder aufgerichtet. Vielleicht Zähne von seinem Schneidwerk. So, ich pille mir meine Mandarine. Wenn ihr da seid, sagt er Bescheid. Ich bin gleich fertig.
Oben fährt wie ein Betrunkener. Yes. Oben schaukelt das Schiff. Daniel, moin, hi. Hello. Hallo. Hallo. Wetter. Die Werbung war mal geil. Ist hier jemand? Hallo. 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 Weiß gar nicht, was da noch war. Irgendein Paketdienst oder so? Wobei, die hier rufen die gar nicht mehr Hallo. Hier einfach nur Ding-Dong, dann hörst du irgend so ein Geräusch, wie das Paket an der Tür geworfen wird und... und weg. Dann kriegst du ein Foto zugestellt. Crash-Pilot, aber ja, manchmal bin ich unsicher. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich fahren darf. Ich hatte kurz vor dem Stream meine Tabletten genommen. Oben sitzt der Hexer und... Ja, das ist so. Oben, ja, wenn der was macht, immer was mit Photon zu tun. Nur eine Mandarine. So, ich habe alles eingesammelt, ich fahre jetzt zurück. Bleib aus, ich ratzfatz hier. Oh, Walker, wow, eine 10er-Serie. Krass, dankeschön. Der kann das aushalten hier. Ja, dann haben wir das Kilo eigentlich so gut wie voll. Geil. Ich kann Silage füttern, kann schön mit dem Blockschneider ran, ey, der wird toll. Wir haben jetzt 302.000. Ein bisschen was liegt außen, also 310. Ich sag, wie die Menschen sagen, Alkohol. Ja. Ich hab gestern mal in der Kamera gehalten, wie viel das am Tag sind, Alter, ey. Freundlich, moin. Da sind schon so ein paar zum Weghauen. Da musst du jeden Tag auch nicht Hunger haben. Mal eben ganz kurz Tiffany. Steig aus Hexer aus. Haben wir bestimmt nicht, weil drin sitzt und Mandarine ist. Schmerzen erträglich habe ich gestern und heute echt gute Tage. Also nachts eine Stunde Schlaf, dann Schmerz. Das kommt, wenn du die Beine hochlässt, aber heute tagsüber ist so von, ich sag mal, von der Skala 1 bis 10 ist so sind 2. Also ich kann das im Moment echt gut aushalten. Ich bin schon in der Hoffnung, dass das jetzt langsam vielleicht besser wird. Aber vielleicht wirken jetzt auch einfach nur diese ganzen Tabletten. Die brauchen ja auch immer so 2-3 Wochen, habe ich mal gehört und sagen lassen. Aber ich hoffe immer, dass das bald vorbei ist. Ich will meinen Alltag wieder haben. Jo, das war's. Yes, that is, that's the rest of my life, ne? But still, that's not so bad. Better is the pain from the diabetes. Ich weiß jetzt nicht, was die Nerven heißen. No. Danke. Kann schön auf dem Silo fahren. Ja, das kann, weiß ich gar nicht. Ich meine, ja, genau. Ich hoffe, dass das jetzt langsam vorbei ist. Ich habe nach so langen Wochen auch echt keinen Bock mehr, ne? Ich möchte jetzt eigentlich nur noch mal durchschlafen wieder. Nach so vielen Wochen, ich weiß abends gar nicht mehr, was ich noch machen soll, ne? Das ist wirklich irgendwie sehr nervig. Sven, moin. Hello. Nervs. Oh, ein Plättchen, hi. Nee, mein Englisch, da fehlen mir immer die Worte. Ich spreche das so selten, ne? Ich brauche immer so...
Auf Arbeit habe ich immer, sage ich immer so 10 Minuten, dann bin ich eigentlich ganz gut drinne, wenn ich da mit jemandem Englisch sprechen muss. Aber wenn du es lange nicht gemacht hast und nicht kontinuierlich, dann fehlen dir manchmal so die einfachsten Begriffe an, ne? Das fällt einem dann einfach nicht ein. Im Nachhinein sagst du dann, oh. Also mir geht das zumindest so. Wohin es geht. So, dann hole ich mir mal einen Häckselwagen, wa? Vom Händler, oder wie sieht das aus? Kannst du auch mit Ladewagen abfahren? Hä? Nein! Auf gar keinen Fall! Ja genau, noch ganz langsam, nicht so schnell. Falco Boy! Moin! Ich sage immer auf Arbeit, solange es reicht, mit Händen und Füßen sich zu verständigen. Weil meistens die Englisch sprechen auf der anderen Seite, das ist dann auch nicht denen ihre Muttersprache. Dann ist es auch immer so, die kommen dann auch auf viele Wörter nicht, ne? Oh Alter! Das war aber nicht dein Ernst jetzt, Freundchen. Geradeaus antäuschen und abbiegen. Englisch verbessert sich mit Alkohol. Ich weiß nicht, nervt es. I don't know it. Oh, I don't think so. Da wird das Englisch herumläufig, als wenn du Kau voll Decke rum. Mir hat jemand gesagt, du musst dir eigentlich nur zwei Wörter merken, wenn du trinkst. Eishockey und Kanufahren. Hm? Eishockey, Kanufahren. Oh wow. Oh Scheiße, jetzt hänge ich hier an. Gibt sogar, ach, der war rot. Ha. Häufi Boy, danke für die Dreier-Serie erstmal. Boy. Wer ist denn schon treffen, ja? Erstmal, der redet nur Belgisch. Ich musste gestern bei der Arbeit lange auch mal wieder Englisch sprechen und ich sage euch, puh, wenn man das lange nicht... Ja, das ist so, ne? Wenn du nicht drin bist, bist du nicht drin. Meine ich ja. Das ist dann wirklich schon so ein bisschen so hoch. Hä? War da der Maschinenhändler? Wir sehen. Dankeschön. Ich kann das aushalten hier. Wo ist denn der Scheißhändler? Ich brauche um 19er, ganz lange, bis ich den gefunden hatte. Immer. Habe ich immer verfahren. Ich wollte immer rechts rum, obwohl er hier links war. So. Genau. Wenn man es länger spricht, dann ist es einfacher, ne? Ein, zwei Minuten, ja. Ich sage, ich brauche immer so 10 Minuten, dann wäre es immer einfacher. Wir sind nicht warum. Wenn nicht drin ist, sind nicht drin. Und wenn reinsteckt, muss ich noch wieder rausziehen. Das haben wir auch schon geklärt. Das haben wir auch schon mal geklärt. Das ging für Kartoffeln und Rüben. Ja. Oh, gut, ey. Wer es reinstecken muss, auch wieder rausziehen. Hey, Andy Boy! Moin! Zack! Ran damit! Das war echt ein schöner. Danke. Ja, ja, ja. Thema wieder, ja. Das war gut, ey. So, dann machen wir mal auf Kurs.
du findest die BGA auch an? Ja, bin mir sehr sicher. Ich weiß, wo ich bin. Oh, Schäfer. Weiß ganz genau, wo ich bin. Das dauert nicht lange. Wir haben die Map hier so lange gespielt. Das ist wie Wildbachtal. Da weißt du, wo du bist einfach. Schepper, ah, egal. Hoppla. Da sind wir ja schon. Dann hoffe ich, dass ich immer auf den Eckel aufgestiegen ist, da komme ich dazu. Ja, aber das müssen. Boah! Ah! Huch! Nanu, ich bin auf der Weide! Martin! Malö! Mir ist ganz anders! Oh, Scheiße! Hey. Kein Problem, ich. Skill. Skill. Wow. Dick. Kontakt. Haben wir irgendwie hier zu Hause auf der Karte. Haben wir mal die Ladeluke auf da oben. Komm mal, warte, jetzt kannst du da richtig einen reinsetzen. Ja, aber leider ohne willige Mittel. Brutale Gewalt. Nicht so, nee, das war feinfühlig. Ich wollte gucken, ob der Weide wirklich alles aufgesammelt ist. Ja, toll! Wie schnell fahren wir denn wohl? Meiner zeigt 11. Gut. Kundenschlaf gehabt, ja, was weiß das so? So müde, sag ich euch. Toll! Freiwillig wie Presto-Sammer. Einfach weg mit dem Schied. Guck mal, oben ist wie hot. Das wo steht der Trecker? Ich dachte gerade, jetzt der Arbeit riecht weg. Hopp. Hast du an der BGA denn auch so ein Plattmachwerkzeug? Nö, einfach mal rein. Schiebe ich dann schon. Okay. Einfach. Einfach rein mit der Scheiße. So, vorsichtig. Stopp. Oh, ja. Oh, gut, dass du es hast. Kommunikation ist alles, wie wir gestern gelernt haben. Vielleicht kann ich auch einmal Häckselgut haben für meinen Hofdaler. Oder brauche ich das? Ja, mach ja. Doch. Nimm doch die Tour gleich mit. Wie hauen wir erstmal bei dir rein, dass du nicht so lange warten musst? Mir ist das egal. Brauche auch nicht viel, brauche nur einen Haps rein da. Weil du hast in den Silo, wenn wir das jetzt abdecken, 320.000. Boah, okay, alles klar. So, wo ist die? Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Ja, natürlich. Vorgewende. Ja. Und dann genug Platz für alle zum Wenden. So schön warm ist mir. Ich sitze hier mit meiner Thermohose und freue mir einen ab. Er sitzt mit der Thermohose. Stopp. Ja. Oh! Entschuldigung, warte! Nö, er hält nicht an. Ich hatte den Fuß gar nicht auf der Bremse, Mensch, ich saß hier im Schneidersitz. Ich dachte, das geht jetzt schon schön lange geradeaus. Nee. Ich dachte einfach Stopp, Alter. Jetzt geht es eine Weile geradeaus. Nee, jetzt dachte ich, Fuß lieber mal auf der Bremse. Nimm noch ein Stecken. So wie mit der Beam. Sitzt er hier.
Aber schön, das macht mal wieder Spaß. Ich freue mich. Wir haben so lange nicht zusammen gespielt. Und die Map war halt wirklich, da haben wir echt sehr, sehr viel drauf gemacht. Ja. Da haben wir so viel umgebaut auch. Mit Bauen und. Ich hatte die gar nicht auf dem Zettel, null. Ich habe die nirgendwo gesehen oder gehört oder irgendwas. Das war wirklich nur, ich war da auf der Seite gestern und dachte mir, oh, ja, Fühlbachteil warten wir auf Update, dann mal los. Dann gucke ich mir die mal an. Aber das ist ja wie nach Hause kommen, ne? Das war alles 19 die ganze restliche Zeit, ne? Ja. Hat mich die Hinterkaifek abgelehnt? Hm? Hat die Hinterkaifek nicht die Map hier abgelöst? Nee, ich glaube. Wir sind von Hinterkaifek hier rauf, ne? Oder so, du. Ja, Hinterkaifek kam ja vorher. Ich dachte, wir schieben das noch ein bisschen. Ja, das ist wegen von vorne anfangen. Dachte ich nicht, dass du jetzt morgen was hochlädst und dann fangen wir wieder von vorne an. Deswegen habe ich gesagt, dann warten wir heute. Deswegen gucken wir uns die hier an. Die Beta veröffentlicht, okay. Ja, ich habe gar nichts davon mitgekriegt. Das ist so völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass hier irgendeiner spielt und so. War jetzt wirklich gestern einfach so, dass ich hier, oh Mensch. Ja, dann, wenn du so weit bist, dann lad das hoch. Ich wollte nur vermeiden, dass wir jetzt jeden Tag von vorne anfangen, weißt du? Was denn, du hatte ich, ne? Moin. Hallo. Los, schieb ihn weg. Wo sind denn die Silos? Ach du Scheiße. Alter, ey. Da geht der ganze Trecker drin unter. Mach mal voll. Deswegen habe ich gesagt, ich habe ganz den Müll. Ja, einfach rein. Jetzt verstehe ich das. Guck mal, die sind so hoch wie der Laden. Scheiße, halt. Ich habe zu spät angefangen. Gleich schimpft mal den wieder, wenn ich hier komische Sachen hinkippe. Oh, Scheiße. Au, Backe. Nicht gut. Sagen wir oben, er soll links hinkippen. Soll ich schnell den U-Radlader holen? Boah, Alter, da hab ich jetzt aber ein Loch gemacht, ey. Kann ja mal passieren. Da liegt er auf der Seite, ja. Das ist aber ein schöner Haufen. Guck mal, was macht die Scheiße? Ein FS. Das ist kein Ladewagen, der hat gar keinen Pickup unter. Guck mal. Der extra noch aufgepasst. Huch. Wo bin ich hier? Wo bin ich denn hier? Du bist auf dem Vorplatz von Uwe gerade. Scheiße. Warte, hier geht's im Kreis. Nee, da geht's raus. Da, wo oben steht. Da hat sich von Hotz abgeguckt. Das kann doch nicht wahr sein. Hilfe. Kein Problem. Also, fein, danke schön. Los, Ini. Da steht die oben. Nimm viel. Das ist ja komisch. Ich frage mich wieder fest. Ja, genau. Deswegen sage ich es ja. Das fällt sich, ja, Entschuldige. Bremse! Ey, der kann bremsen. Ja, wenn ich den Fuß drauf habe, ja. Eine meiner leichtesten Übungen. Wenn ich den Fuß habe. Sag nochmal moin. Fürs Wochenende dir auch. Punkte? Hier gibt's keine Punkte.
mal, hatten wir heute schon eine Jagd? Für dich, liebe Leute, Ausrufezeichen Jagd, Leerzeichen und dahinter euren Einsatz. Die Frau mit Kleinwagen, ja, hallo. Was ist denn? Lass alle Affen holen, ich hole gleich mal einen Affe. Ja, heute ist schlimm, mir fällt es aber selber auf. Trinkt Martin heute auch noch? Boah, ich sitze drin in der Mitte. Geil. Ich schieb das auch morgen früh. Ich bin morgen früh. 37. Wieder da. Man versteht Martin kaum. Was? Ja, wozu ist rechnet er leise, ne? Ja, ich hab das Ding direkt vor der Kurve. Jetzt bist du wieder im Gelben. Ich stream morgen früh. Wie immer. Morgen früh. Die sonntagmorgendliche Unterhaltung. Ab 4 Uhr. Not sure, moin. Wow. Also um 6. Also du siehst ja, die wollen das doch. Die wollen nicht, dass du so spät streamst. Ja, warst du da? Nee, ich schlafe da um die Uhrzeit. Ja, siehste? Das ist ja meine, ja, weißt du, ab 5 Uhr gehen bei mir dann irgendwie die Nacht los. Da schlafe ich dann meine 1-2 Stunden mal. Wie soll ich das denn schaffen? Oh, so viele Gewinner, ja, krass. Nee, ich hocke mir jetzt noch ein bisschen ins Büro. Ich mache dann heute noch mein Büro gelumpiger fertig. Weil ich habe keine Lust mehr, das Sonntag zu machen einfach. Ich will den Sonntag. Hätte ja schon lange fertig haben können. Nee. Oh toll, hier fährt man sogar die Dinger platt. Fruchtverstörung nenne ich das. Und morgen 4:30 I am Telefon. Buddy, wo ist er jetzt? Ich kann nicht schlafen. Sputz. <Ja. lacht> Das traue ich ihm sogar zu. Left is no cheat codes. Mach das ganz geschickt, ne? Warte, bis wir fertig sind. Ja. Martin, ich mach deinen Streamplan. Wird schon nicht so schlimm. Wow. 99. 100. Aber diesmal bitte ein vernünftiges Häufchen. Ja, kein Problem. Ach, das war einfach. Give me a new cheat code, oh you know. 0815. Meine IBAN ist länger. Kartoffel, ja, der telefoniert. Der hört sich jetzt schon seit einer halben Stunde an. Beim Nicht-Piep ist es. Und sagt da gleich ganz wichtige Telefonat. Konnte nicht helfen beim Häckseln. Das ist halt eine Kartoffel, was willst du machen? Ja, aber erstmal schön den Trecker weg gestellt, weißt du? Schönen Haufen gemacht. Toll, guck. Gibt's das? Herbst. Schön, so schnell wie der über die Schwelle da fährt. Mit Gefühl, mit Liebe. Mhm. Wenn du den Treffer denkst, du ist die Liebe Schaukel. Sind wir wieder bei dem Maximum an Erotik heute. Soll ich noch eben meine Augenbrauen machen? Warte. Ganz wichtig, wenn der Trecker im Weg steht, sitzen bleiben, ist wie immer, ja richtig, genau. Das ist ganz wichtig. Matti, moin. Hello.
Ja, dann fange ich da oben mit hoch und runter an. So. Du, was du nicht lassen kannst. Hopp, hopp. Nee, hier werden keine Tiere mehr gezeigt. Ich habe gerade gesagt, erotischer wird's nicht mehr. Das wisst ihr doch, sonst wären wir wieder verhaftet. Wegen sexy und so. Freuen wir doch nicht. Wegen sexy das? Wie meine an? Ich kann gut schätzen. Ring, ring, yes. 7 days. What? 7 days haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja. Ah, der Server läuft. Den siebten Tag kommt oben. Ich bin da. Doch, worum geht's? Willst du jetzt dieses kurze Stück immer hin und her fahren? Ja, das sind jetzt zweimal noch kurz hin und her. Und der Rest sind dann wieder lange Bahn. Ich wollte sagen, stress mich nicht. Oh, wow. Du bist der Streamer, du musst das aushalten. Guten Hunger, Eirater. Lohnt dich das Feinsmecken. Gut, Hunger. Und nicht so schling. Wenn Bäuerchen machen muss, sag Bescheid. Ich klopfe. Das macht unbestimmt jetzt auch. Der futtert bestimmt einen. Ja. Also ich gehe noch einmal eine vernünftige Kehrtwende. Und dann haben wir lange Bahn. Muss so viel kurbeln, wie ich halt gewohnt. Sagt der Ente, ja, das war aber heftig, ne? Da muss ich wirklich sagen, du. Als wenn das eine lange Nudel gewesen wäre, du. Da ging so nur noch. Wie ein Band. Habe ich selber ein bisschen gestaunt. Stehen lassen für Brocki. Gerne. Freut er sich. Ein, zwei Popcorn. Patrick Breun, was wolltest du, Discord oder was wolltest du haben? Das ist der Ausdruck mit Zeichen DC. Eine Symbiose. Sag ich dir. Guck mal, jetzt ist Ingi nicht mehr gestresst. Jetzt geht es lang, bergauf, bergauf. Ach, schön. Ja, scheiße, jetzt bin ich gleich voll. Ja, ich warte hier. Neunundneunzig, 100. Mitarbeiter des Monats. Scheiße! Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Was ist denn das? Ist die elektrisch aufgeladen oder was? Martin, Hilfe! Da ist die Kolli zu groß bestimmt. Kann nicht sein, dass ich da sonst hängen bleibe. Nahezu unmöglich bei meinem fahrerischen Talent. Chris Boy! Hello! Da steht er rum, der Jockel.
du bist so breit. Weiß nicht, ich bin doch ganz schmal. Guck mal, bei mir ist kaum was über. Ja, und jetzt sieht man auch die Lampe so deutlich. Ja. Vorher war mein massiver Körper davor. Ja. So ein schöner Haufen. Reiner Mann. Doch, Frau, der Hintern muss immer mitbedacht werden. Holen wir mal ein bisschen mehr aus hier. Bedenken Sie, Sie müssen gleich wieder kurbeln. Ja, ja. Ja, ja, halt, das war wie bei Ready or Not. Boss. Hey, ja, ja. Musst du aufpassen, also, wenn so Antworten kommen. Sag hier da, ich geh jetzt rein. Ja, ja. Tür auf, bam, Martin weg. Flogi, boin. Klar, die wird nur gepaddelt. So, irgendwie liegt wieder ein Stein auf. Ja, die, auf toll. Oh, der macht, Alter, ey. Paddy ist aufgewacht. Der haut hier wieder 5 raus. Hat damit 231 Stück verschenkt und zum Affen gemacht. Rumble Wuchtreffenschloss, live, dann Truschi, Robin und Jaguar. Vielen lieben Dank dir mal wieder. Dankeschön. So ein verrückter Macker. Schläft da kurz einfach auf. Hä, was? Klick, oh, Knopf. Der Paddy, du. Hallo. 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 Na, oben, wie wäre das Wetter? Was für Wetter? Ja, hat man Delle auch hier? Ich habe telefoniert. Ja, 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 ja. Das haben wir schon gesagt. Beim nächsten Piep ist es... Nein. Essen gibt's ja nicht. Muss ich euch leider enttäuschen. Dass du niemals zugeben würdest uns gegenüber, dass es Essen gibt, ist mir klar. Ich bin bis jetzt immer ehrlich gewesen, wir haben gesagt, ich gehe essen. Lord Evan, moin. Moin. Hallo. Patti hat Lärm gemacht, der ist aufgewacht, hat sich erschrocken und ist auf den Knopf gekommen. Oh, das tut mir leid für ihn. Ja. Jetzt habe ich eingeschlafen. Guck mal, was wir schon geschafft haben ohne Huben. Ja gut, der Ertrag ist jetzt auch noch nicht so hoch hier, ne? Ja. Jetzt hat auch jemand hier den Häcksler ohne Liermittel hingestellt. Oha! Ja. Kann das denn passieren? Die hat wohl einer gekauft, auch ohne Liermittel. Verstehe ich nicht. Die Liermittel ist immer extra, das ist Sonderausstattung. Sven, moin. Mhm. Richtig. Seitdem er telefoniert hat, ist er irgendwie aggressiv. Das täuscht. Die Frage, machen wir die andere Dinge auch noch? Was? Ich hab noch ein Maisfeld. Ja, mir ist das Rille. Und mir auch. Du, Steven. Hier, du, moin. Ja. Du könnt, einfach erstmal machen. Hallo. Hallo. So, geil. Maishexeln mit ACDC, das ist geil. Axel Boyd. Hallo. Oh. Ja, ich hau ab, dass ich das üben kann. Ja, wenn du voll bist. Nee, das ist geil. Überhaupt nicht.
Immer an den Hintern denken. Immer an den Hintern denken. An was für ein Hintern? Frag Susanne. Die hat gesagt, ich frage wie eine Frau. Wow. Hier, wenn du mal Abwechslung willst, der Silo ist noch nicht abgedeckt. Es ist zwar voll verdichtet, aber es müsste A abgedeckt werden und die Ränder müssten noch weggeschaufelt werden. Aber das dauert ja wieder ewig. Das ist mein Angst. Die Ränder habe ich schon ziemlich weg. Also. Ja, das ist noch. Ich will die halt mal angucken. Scheiße! Ich dachte, da komm ich hoch. Na, hängt der Mobilo. Huben auf dem Arsch aufpassen. Hab ich doch. Hab ich gesehen. Oh je, oh je, oh je. Oh je. Ich glaube, hängt er da. Wie soll ich das nur erklären? Der kleine Affe. Geht euch an. Der Kletteraffe. Schön auf dem Dilo rumklettern. Ja, hier habe ich mir jetzt so festgesetzt, Jungs. Na, ich war schon Klebstoff an der Hinterachse, wa? Achso. Nee, das trotzdem nicht. Da habe ich verloren lieber. Oha, und das sieht ernst. Nee, das sieht er nicht. Keiner petzt. Ja. Ein Glitzer? Grüße. Oh, haha. Dafür gibt es keine Erklärung. Ja, schwierig. Jens, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt ein wirkliches Problem gerade. Ach, Scheiße. Hallo, Ernstl. Hallo, Ernstl. Du kommst genau richtig. Ja, so ist das. Wenn du Martin einmal helfen willst, dann fährst du in sein Loch. Oh. Das klingt so. Ich wollte nur helfen. Zeitmacher, wie sie ja. Er kommt damit rein. Ja, das sieht gut aus, Martin. Das sieht so, gut aus. Irgendwie, du kannst gleich auf das Ding hier rechts nehmen wir. Okay. Da ist die Tante von der Wartelinie, Holzlein und der Typ von Seitenbacher. Alle in einen Sack. Mal draufhauen. Halten Sie die Leine. Rechts von mir? Wo ist denn rechts von mir? Aber hat er den Mais nicht gesehen? Was für ein Mais? Junge, da steht 2 Meter hoher Mais. Aber wo ist denn der Weg? Da war eine Ausfahrt, da war ein Schiebetor. Ich fahr mal hinterher. Denkt an euren Hintern, Jungs. Ja, bleibt nicht an der Laterne hängen. Oh, alle hab ich. Hm? Boom, bitte schön. Was ist denn mit dir? Was? Wie fahren die denn? Ja, einer muss ja das Schiebetor aufmachen. Der eine rammt, der andere bremst. Kannst du keinem erzählen, wer hat denn die Scheiße da reingeschoben? Ja, das war Martin hat reingeschoben. Ich bin Häckslerfahrer, Junge. Hexe, brennt die nieder. Häcksler, nicht Hexe. So, Entschuldigung. Komisch, Panda mit roten Haar. Hex. Ich habe mal nach der Sacktechnik versucht, hat nicht funktioniert. Ernstl, du, was willst du machen? So kriegst du kein vernünftiges Silo hin. Lass nicht, ich kann das. Ups, kaputt. Ja, das ist unser Motto.
Ich sehe nichts. Sagst du rechtzeitig Bescheid, wenn du bremst? Ja. Willst du etwas sagen, ich habe einen großen Arsch? Nee, aber ich wollte mein Betongewicht nicht verlieren. Also, ich versuche das ohne Bremsen. Das ist ja ernst, du erkennst meine Schwierigkeit hier, ne? Vor allem am Haupthof, da habe ich mir richtig Mühe gegeben mit dem Videobeispiel. Ja toll, richtig platt. Hoffe ich, es hat auch ein schönes Wochenende. Es ist offensichtlich, war Schock trotzdem hier zuzuschauen. Hier sieht man alles, wie es nicht laufen soll. Ernst sitzt da mit so einer kleinen Strichliste. Aha, wusste ich. So nicht. Da, so auch nicht. Die Fuß auf die Bremse. Auf, ist drauf. Bremse? Ja. Strichliste mit der Gabel, wow. Ja, super, kann nebenbei noch einen Schnitzel verputzen. Ich hatte auch letztens, habe ich so Schnitzel in meinen Körper reingeschoben, das glaubst du nicht. Kartoffeln und Soße und alles rein in Wams. Schön. Einmal Bremse. Jawohl. Jetzt. Zum hier Essen noch mitnehmen. Die Bremse? Bremst, Ding Dong, sie selbst, wow. Die fahren ja auch wie die Wilden. Wir sind auch die jungen Wilden. Außer du. Also es wird eigentlich eine schöne Map, muss ich sagen. Ich mach gleich Gulasch. Morgen mache ich Gulasch. 2 Kilogramm und Nudeln. Ja, ich habe Kartoffeln morgen wieder. Aber Nudeln hatte ich auch lange nicht, aber... Hey, morgen ein paar Ubis. Beim Essen denke ich immer an euch. Wenn ich so eine Kartoffel... Platt macht, denke ich an Uben, esse ich Schnitzel, denke ich immer an Ernstel. Aber wie viel Prozent hast du denn? 87. Boah, der sticht den über die Kippe gekommen, ne? 90. Nee. Ich bin unterwegs. Grünkohl. Grünkohl esse wenig. Ich bin mehr so Steckrübe. 95. ...99... Voll. Ich kann, einfach mitmachen. Der Titel sticht da jetzt so. Ach du Scheiße. Einmal eine Runde. Anstatt dass der hier bleibt und wendet. Wer? So, ja, fahr eine Runde. Mach ich auch. Die gewillte Weißwurst, ne? Das lässt eigentlich los. Oh, hier hebt man ein bisschen ab. Wo ist denn das Gewicht schon wieder unten? Weiß ich nicht. Achso, ich mach's mit dem Joystick. Was? Alles klar. Klar! Du musst doch platt fahren. Ja. Liegt vor dir. Jetzt muss auf den Blödsinn kommen, der Grill. Martin! Der wollte die grillen. Nee! Da gibt's so einen Typen im Chat. Der heißt irgendwie Nix Kost. Nix Kost war's letzte Preis. Was ist letzte Wurst? Wo fahren die denn? Wo seid denn ihr? Komm gleich da wieder. Ich wollte, dass du nicht den ganzen Weg zurückfahrst, deswegen bin ich den Stich darüber gefahren. Wie ein Stich? Boah, das wäre lecker. Oh ja, lecker.
Wer hat denn den Radlader geholt? Ich. Du? Du musst mit der Gabel schon so ein bisschen arbeiten. Leisten. Da sehe ich mich mit Ernst auch. Hacke voll auf dem Schützenfest, jeder eine Bratwurst in der Hand und dann schön erstmal Polka tanzen. Hab nichts Geld. Oh ja. Und dann mal eben reingehen und sagen, so Jungs, pass mal auf, jetzt zeigen wir euch das. Wir knallen den Adler mal eben vom Halter. Weg, ja. Ihr Spacken. Doch, weg, so. Wir holen den König mal eben. Und Ernst ist wieder mit der Fliegenklatsche. Mir ist König. Dann fahre ich mich nach Hause, Weib. Genau, die Fliegenklatsche. Ich sehe es in vielen Dingen, ja. Und dann ahnst du mit nichts Schlimmem und dann kommt auch mal gar nichts von hinten. Das ist der Ladewagen, ist aus den DLC, Hay and Forge. Da kannst du ja Pickup an- und abmachen. Das würde ich ein schickes Ding. Ja, komm, ich hab 5 Leute, sie hau ab. Ich hätte eine 95. Oh, jetzt hast du noch. Ah, okay. Was hast du da mit drin? Schickes Ding. Ja, hallo. Muss man aufpassen. Wir verlosen ja mal was. Ich glaube, ich würde morgen wieder bei IBA reinschauen. Ich glaube, vor dem Weihnachten und Ding gibt noch ein, zwei Sachen über. Oh, ach so, okay. Und da sollte, glaube ich, nochmal ein Alien Forage mitnehmen. Ich muss mal gucken. Ja, kannst du auch bei dir raushauen. Bei mir das letzte Mal die Funktion. Nein? Schadenschokolade. Mhm. Weil? Mein Bot nicht connected hat. Also, oh. Die konnten alle mitmachen beim Gewinnspiel, aber wenn der Bot gesagt hat, pick winner, doch, du hast leider keine Zuschauer. Tut uns leid. Der Schweinegewinner vor allem. Pick winner. Oh. Brauchst du, gehört dir. Mach mal nicht, was du willst. Kannst du schön die Posten schrubben. Pigmentiert. Wo lang? Gerade. Dann machen wir das Eck hier gleich mal fertig. Schön entspannt. Das ist wirklich so schön entspannt. Voll. Alle wurden Häckseln. Dann haben wir auch gleich schon einen guten Start. Gleich ein Silo fertig, das ist schon mal cool. Ja. Na, oben hängt fest, oder hast du deinen Anhänger abgerissen? Nein, ich hab den nur mal abgehangen, weil ich gedacht habe, oh, da kommst du hier wieder raus, ne? Luge! Aber kein Problem für. Ach, guck mal hier. Hilfe! Hilfe! Ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Was ein Wartemal so schwer zu verstehen. Ja, ich konnte nicht, ich hatte den Fuß wieder nicht da, wo er hin muss. Hm. Du musst auf Joystick da Gas legen, weißt du? Achso. Ich brauch einen Farmstick. Machen wir denn da, die sind ausverkauft. Du bist 10 genug. Melde dich da, sag mal, ich bin I1. Nee, ich glaube, ich bin zu klein. Ich bitte dich. Gucken die auf mich runter, was wollen sie, Spacken? Oh mein Gott. Ja, wann kommt der wieder, ja? Vielleicht geht der ja gerade rein, zufällig mein Joystick kaputt. Vielleicht fällt der ja runter aus Versehen oder so. Oh, jetzt geht der gar nicht mehr richtig. Brauche ich wohl einen neuen. Kann ich auch gleich den Farmstick nehmen.
Ja, aber der trotzdem vom Preis her trotzdem ganz schön stattlich. Ja. 80 Euro oder so. Ja, kosten die anderen ja aber auch. Dann hole ich meinen Werkzeugkasten raus und dann reparieren wir meinen Joystick hier, stellen fest, dass das wieder nicht geht und dann stellen wir einen neuen. Schmeiß aus dem Fenster, ja. Wie die Ex oder was? Oh, cool. Ja, schön. Ja, kann ich mir vorstellen. Der ist ja bestimmt, glaube ich, echt top. War der schon mal verfügbar? Ja, einige haben den ja. 96, 97. 98, 99, 100. Oben auf und nieder. Also hoch und runter. Okay, immer wieder. Haben wir eigentlich Frettchen begrüßt? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon. Haben wir? Hallo. Hallo. Hallo, Frettchen. Liebe Leute, es ist eine Jagd. Wer mitmachen möchte, Ausrufezeichen Jagd, Leerzeichen und dahinter euren Einsatz. Bin ich gebe euch einen Tipp, nehmt ungerade Zahlen. Da fehlt noch eine Jagd davor. In irgendeinem Chat soll auch der Kommando funktionieren. Ja, ging mir ja gestern so. Ich denke, ja, kann mir vorstellen. Auch mal wollten die alle haben. I have Farmstick, it's a good joystick for you. Siehste? Wow, Neftis. Toll. I will take your Farmstick. You can send it to me. Martin will pay it. Hoffentlich Pence. Schön, ich doppelt platt fahren hier. Ganz wichtig. Ja, und das muss auch alles gepflügt werden. Das ist dein Feld. Wow. Flügen geht in mein Feld, weißt du? Flügen macht Spaß. Hat schon eine Wunschliste auf der Wunschliste und dachte, man wird benachrichtigt, wenn er verfügbar ist. Ja, das weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall ist er nicht verfügbar. Ich hatte letztens einmal noch nicht mal geguckt. Rein aus Neugier. Er wurde mir vorgeschlagen. Und dann hat er mal draufgeklickt. Ich klicke grundsätzlich immer auf Links. Mhm. Das machen manche andere auch. Ja, da sind immer so nette Damen. Drück mich! Ja. Und du wirst was erleben. Okay, klick. Der Unterschied, Ingi drückt auf die richtigen Links. Ja. Du brauchst blaue Augen. Ich sollte die 2 drücken, habe ich wohl falsch verstanden. Oh. Dann ist sie eskaliert. Oh. Bauer, moin. Hallo. Hallo. Ihr hätte eigentlich da unten warten können, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum ich hier hinterher fahre. Immer 82%. Ich glaube, eine Bahn kann ich noch mitnehmen. Bringst du die auch wieder zurück? Ja. Delili! Moin! Hallo! Hallo! ...97, 99, 100. Das hat oben jetzt aber mit Absicht gemacht, Ingo. Was? Warum? Weil du jetzt über die kurzen Bahnen hast, jetzt musst du mehr kurbeln. Toll. Oh. Wie unglücklich. Das tut mir leid. Wenn
wenn das Silo ihr platt machen darf, der hat richtig Freude. wer wird wohl machen müssen? Martin? Wem wird... Hike? Hike? Na. Schon wieder. Okay, halt, ich lenk woanders rum. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wo ich das noch einschütten soll. Einfach rein, ich schieb das schon. Wenn nicht, wir schicken einfach den Spielstand Antl, der Qualität. Silo Mann schiebt mir das vernünftig und gibt mir den Spielstand wieder. Toll! Das ist ja nett von ihm. Finde ich auch. Wenn er dabei ist, dann nehmen wir ja gleich Flügen hier. Ich glaube, gib Antl einen Lempenfluch, einen 800er Band, der pflügt dir die ganze Map. Was Martin sagt. Der kann schon was. Danke. Meint der Ernst? So, sag das doch. Wenn du gesehen hast, mit was für einer Ruhe er das Silo bei Wolfi geschoben hat. Gut, zum Schluss wurde... Hast du so leicht die Ader am Kopf schwillen sehen? Wann ist das fast alles bei dir rein? Ja, ich fahr jetzt weiter und kann oben den Rest reinhauen. Ja, da kannst du dich um deine Ziele unten kümmern. Ja. Oh, super, toll. Aber bitte ein schönes Häufchen. Ich mach nur schöne Haufen. Erntel, guck du. Ich finde meine Haufen immer super. Ist ja schon wieder voll, der Magger? Aber hört er ihm nicht zu? Nee, ich habe gerade woanders hingehört. Auf die Symbiose des Kauens, des Zermalens seiner Zähne. Ich esse nicht. Nein, du. Nein. Du vernichtest! Du zerfetzt den Teller vor dir! Essen gibt's nachher erst. Das klang jetzt ein bisschen traurig. Nee. Hab ich schon wieder verfahren. Mensch, du. Heizt aber auch über die Map, weißt du? Ja, ich kenne sie auch immer auswendig. Als wenn ich bleib ja nirgendwo hängen. 60, also werde 60. Ja, natürlich. Deswegen haben wir ihn doch. Wo will er denn hin? Nach Hause. Der fährt wieder nach Hause. Nach Hause. Das hört sich aber auch so richtig traurig an. Irgendwie nach Hause telefoniert. Ich habe mein Handy vergessen, deswegen fahre ich nach hinten. Komm nu, der Tag ist cool. Die Enten rasten völlig aus wie quack. Wo ist grün? Ist aber auch immer gleich was anderes, wenn da mal eine andere KI mitfährt. Also nicht nur die Standardautos, sondern dass da auch mal ein Tagger oder ja, ein Grundlader. Das ist völlig toll hier mit den anderen Sachen und die Ampeln und so. Ja. Völlig toll. So, viel Spaß oben. Soll ich den Häcksler hier oben lassen? Das ist mir egal. Ich hab eh meistens gebraucht, ne? So. Brauchst du in die Holländer noch? Willst du damit bei dir was machen? Ja, da wollte ich den
einen Verteiler mit dran machen, weil ich mag das Hilo-Schild vor dem Ding ganz. Ja. Das lässt sich damit echt gut steuern, so. Diese, so. Ob man das hier auch so mit der Schippe reinmachen kann? Ich glaube auch. So, nur holen hin, dann werfen wir den Seil von der Schippe weg und machen auch das so viele neben drin. Scheiße, ich habe gar keine Schaufel. Das ist nicht mein Problem. Ich muss mir eine kaufen. Verdammt. Pascal, moin! Ich hab gar keinen Schäufelchen. Hallo! Verdammte Axt. Wie steh ich denn jetzt da? Professionell eingerichtet, würde ich sagen. Hallo oben! Hallo, mein Lieber! Habt ihr eure zwei Ladewagen jetzt da oben stehen lassen? Nein. Na, ich hab meinen wieder zurückgegeben. Ich hab mich auch gewundert, dass da noch einer stand bei dir. Hätte ja gar keinen holen brauchen. Nein! Aber. Warum hält denn der Spacken an hier? Ja, die Ampel ist leicht rot. Nee, hier ist doch gar keine Ampel. Ach so, schade. Ach, siehste, ich dachte, ich sehe schon Lichter, wo gar keine sind. Vielleicht soll ich doch weniger Tabletten nehmen. Hat er schön die Ampel mitgenommen. In den Baum. Ach, hier sieht's ja aus. Wo denn? Hier am Silo, Mann. Das, ich wollte gerade eine Schaufel. Ja. Quack, 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 quack. Wir waren eben ins Dorf für halt Fili. Der geht von da ein. Dein Leopard A ist besser. Kriegt wie hin. Oh, rot. Kläfft denn der? Hätte dich gesehen. Nee. So, wir würfeln gegen. Wie man bei ihnen aufpassen. Irgendwo müssen wir hier. Ach, hier. Tor 8 hat es, ey. Gefei Knispel. Die alte, vollgekaute Fahrradspeiche. Oddel. So. Ich weiß noch, wie er das erste Mal so reingekommen ist. Na? Und fängt an, die blöd anzumachen. Und ich denke dann, na, Bann. Weg den Schmutzigen. Jetzt habe ich mein Schäufelchen. Bittet. Danke. Hast du Förmchen auch mitbestellt? Nee, brauchen wir das Teufelchen. Mucke! Du geiler Rot! Wie viel Hilfe die Karte hat? Ja, ein Haupthof, dann ein Schafhof, Schweine, die große BGA,
Und ich glaube, das war's, ne? Das LU halt. Ja, stimmt. Da kannst du ja, ist ja nicht so große Hallen. Ja, du hast halt noch Fischzucht. Stimmt, die Fischzucht ist noch dazugekommen. Die Baumplantagen hinten. Hast du ja halt wie auf Hof Bergmann so einiges zu tüdeln, wenn du willst, ne? Ja. Damals in S19 hatten wir uns hier noch einen Kartoffelhof zugebaut und ach, all möglichen Kram. Haben wir, wie gesagt, sehr lange drauf gespielt hier, ne? Sehr lange sogar, ja. Hey, keine Feier ohne Meier! Ja, da ist die Moin. Danke für den Rain, Moin, Boy, hatte ich wieder Zuschauer. Boysen! Heiko, sei gegrüßt. Linus, Moin. Moin. Frank, Moin. Also, schaut. Drückt auf den Meier. Denk, habt ihr aber eine gute Feier. Wie war dein Stream? Ich hoffe, gut. Boah, Frau Meier da. Puh, scheiße. Jetzt habe ich aufgeregt, wenn die da ist. Guck mal, gleich hier in eine Tonne rein, du. Sehr gut, das freut mich. Das freut mich. Ich hoffe, du bist jetzt schön entspannt. Ja, du sollst ja nicht immer in den Chat gucken, wenn du fährst, ne? Das ist es immer. Was war oben denn da? Hast du nichts zu tun, sag mal? Hallo. Guck mal, was hinhaut. Ja, guck ich. Ja, du nimmst ja irgendwie nichts mit. Kann das sein? Ja, ich bin vorsichtig. Ich wollte ein bisschen zärtlich rangehen. Du hört, hört, ganz neue Töne. Das kriegt doch nicht raus. Ja. Muss ich nochmal in Ruhe gucken. Sollen wir mal gucken, was da reinkriegen? Ja, doch hier lang, ne? Ach, du willst das gleich in den Fixfern, ne? Ja, ich wollte es da gleich reinschmeißen. Okay. Mal, muss ich das davor schmeißen oder reinschmeißen? Das ist die ganz große Frage. Ja, so gesehen, brauche ich. Mir auch stellt, aber ich würde es vielleicht reinschmeißen. Davor kann ich ja, kriege ich das ja sonst wieder weg. Wenn ich es reinschmeiße, dann ist es falsch, irgendwie nicht. Ne, hier, davor. Ja, nimm da. Er zählt hoch. Perfekt. Oh, ein Stück ist an dem. Aber Fixfern fehlt noch. Das steht da, das steht in den Unterstand. Da steht so ein Kanister, so ein großer hier. Bottich drin. Ja, habe ich. Da hole ich mal. Hast du eine Gabel hier? Ne, ah, nee. Du kriegst doch mal durch. Ja, wo ist ein Stapler? Ich weiß nicht, wo die alle rumstehen. Ja, hier auf dem Hof glaube ich aber nicht, nun. Los, machen den Björn vor allem. Das hat Björn auch nicht aufgehalten. Ich habe nur diesen mit Frontlader, leider. Ach so, ja, dann kannst du das ja mit der Bescheißergabel machen. Was für eine Gabel? Mit der schönen Gabel. Ach so. Klar, hat gerade so ein komisches Piepen im Ohr. Bescheißergabel, sagt er. Was ist denn Bescheißergabel? Verstehe ich nicht. Nein, die Gabel ist toll. Da sag ich, wenn Ernst jetzt so schnell die Schnitzel wegputzt. Was hast du denn für Scheißergabel? Nee, Reflexe. Ja, das ist doch hartnäckig. Das, guck mal, will er nicht rauspulen da. Na egal. Was die Silos auch immer Ärger machen muss, und Wetsch. Ne, geht auch nicht weg. Kann wohl nur übermalen. Ja, das kleine Eck, das geht halt auch wieder mit. Ja, weg. Ist mir egal.
Da ist gut was reingekommen, ne? Durch die zwei Wiesen. Oh, ja. Kommt, das ist bestimmt nur nicht richtig verdichtet, deswegen ist das so fluffig. Hallo. Ich habe mir vollste Mühe gegeben. Ich habe mir das bei Angst angeguckt. Ja gut. Da hast du wohl nicht lange genug zugeguckt. Oh. Martin, du musst mehr pressen. Pressen musst du mehr. Das ist wie auf Scheißhaus. Da ja. Sehe ich dann nur more passion. More passion. More passion. Oh, ja. More energy. More energy. Ich kann nur Pilo kann stehen. Nur fertig die Leute hier. Das ist krass, was die hier alles machen, ganz viel auf der Map, ne? Das ist schon Wahnsinn. Voll toll. Überall die Manura-Anschlüsse, das ist schon... Toll, Mensch. Okay, liebe Lüd. Ich würde mal sagen, dann haben wir's. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen ist ja. Sonntag, wa? Morgen ist ja. Sonntag. Essen, mein Ernzel, lass dir schmecken. Und lass dir Zeit, guten Hunger. Nicht so schlingen. Ja? Guten Hunger, Ernzel. Aber keine, es war nicht schwierig, also du verpasst nichts, wir hören jetzt auch auf. Wenn Ernzel weggeht, hören wir auf. Nicht, dass er was verpasst. Mehr geht nicht. Kommt Maria heute auch? Ne, weiß ich gar nicht. Mit Maria habe ich jetzt lange nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die bei Jesus ist oder so. Was weiß ich, wer Maria ist? Ich glaube, das sind wir kennen Chat. Ich weiß nicht, wer Maria ist. Aber vielleicht kommt die noch. Ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß das nicht. Ich habe mit ihr noch nicht gesprochen. Ja, Leute. Edem in der Miste, rabbelt in der Kiste. Guck da. Jemand auch teilweise.